Hallo, herzlich willkommen zum Video über den Mittelwert. Dies ist das Basic-Video. Sieh dir zuerst das Intro-Video an. Wenn du dieses schon kennst, bist du hier genau richtig. Mein Name ist Lea und ich werde jetzt gemeinsam mit dir einige Beispiele zum Mittelwert berechnen. Wenn du in den Urlaub fährst, ist dir sicher schon oft aufgefallen, dass das Auto die Kilometer mitzählt. Ich habe mir das für meinen Urlaub einmal angesehen und habe die Kilometer der einzelnen Tage in einer Tabelle aufgelistet. Du siehst, dass ich von Montag bis Sonntag die jeweilige Fahrtstrecke in die Tabelle geschrieben habe. Jetzt frage ich mich allerdings, wie weit ich im Durchschnitt an jedem Wochentag gefahren bin. Wie kann ich das nun berechnen? Erinnere dich an die Formel für den Mittelwert aus dem ersten Video. Den Mittelwert kann man berechnen, indem man die Summe der Daten einer Liste durch die Anzahl der Daten einer Liste dividiert. Also fangen wir an. Zuerst muss ich die Summe der Daten berechnen. Die Daten sind in diesem Fall die Werte, die in der Spalte Fahrtstrecke zu finden sind. Diese Spalte siehst du hier. Das heißt, ich bilde die Summe von all diesen Werten. Ich addiere sie also. Addiere ich die ganzen Werte dieser Tabelle, also 320,5 plus 125,0 und so weiter, und rechne mir die Summe davon aus, dann komme ich auf eine gesamte Fahrtstrecke von 1291,5 Kilometer. Das ist die Strecke, die ich in der ganzen Woche insgesamt gefahren bin. Als nächstes muss ich mir überlegen, wie viele Daten es in meiner Tabelle gibt. Dafür zähle ich die einzelnen Wochentage oder die einzelnen Datenwerte, je nachdem, was dir lieber ist. Das kommt aufs gleiche Ergebnis. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oder wenn du natürlich ohne Zählen schon weißt, dass eine Woche 7 Tage hat, dann geht das natürlich auch. Also wir haben 7 Datenwerte, weil es 7 Wochentage gibt. Als letztes möchte ich nun den Mittelwert berechnen. Das heißt, ich dividiere die Summe der Daten durch die Anzahl der Daten. Meine Rechnung sieht also so aus. 1291,5 dividiert durch 7. Das Ergebnis ist 184,5. Da wir von Kilometern reden, ist das Ergebnis natürlich auch in Kilometern. Das heißt, ich bin im Durchschnitt an jedem Wochentag 184,5 Kilometer weit gefahren. Merkt ihr, berechnet man das Ergebnis des Mittelwerts? Und ist dieses Ergebnis eine Kommazahl, so schreibt man auch die Kommazahl, die man herausbekommt, hin. Das heißt, man schreibt nicht nur die ganze Zahl hin, sondern auch die Stellen nach dem Komma. Nun ein zweites Beispiel. Zwei Freunde befinden sich auf der Laufbahn. Du kennst diese vielleicht aus dem Turnunterricht. Sie machen 60 Meter Sprints und halten ihre Zeiten in einer Tabelle fest. Moritz macht 3 Sprints und Tobias ebenfalls. Nun stellt sich aber die Frage, wer von ihnen war im Durchschnitt schneller? Wir möchten Ihnen nun natürlich dabei helfen, das auszurechnen. Beginnen wir mit Moritz. Die Werte von Moritz siehst du in der linken Spalte der Tabelle. Moritz ist im ersten 60-Meter-Sprint 10,55 Sekunden schnell gelaufen, den zweiten 10,67 Sekunden und den dritten Sprint in 10,34 Sekunden. Wie schnell läuft er jetzt aber im Durchschnitt? Wieder unsere Formel zur Erinnerung, der Mittelwert ist die Summe der Daten durch die Anzahl der Daten. Beginnen wir wieder mit der Summe der Daten. Wie lang braucht Moritz für alle Sprints zusammen? Dafür addieren wir die einzelnen Zeiten aus dieser Spalte. Zählen wir alles zusammen, kommen wir auf einen Wert von 31,56.
Da wir Sekunden addieren, ist das Ergebnis natürlich auch wieder in Sekunden. Das heißt, Moritz braucht für alle Sprints zusammen 31,56 Sekunden. Wie viele Sprints macht Moritz? Das haben wir am Anfang schon beantwortet. Er macht 1, 2, 3 Sprints. Also 3. Und wie lange würde Moritz nun für einen Sprint brauchen, wenn er alle 3 Sprints genau gleich schnell laufen würde? Das heißt, wir wollen den Mittelwert oder auch den Durchschnitt genannt berechnen. Das machen wir wie immer, indem wir die Summe der Werte durch die Anzahl der Werte dividieren. Das heißt 31,56 Sekunden dividiert durch 3. Das Ergebnis lautet dann 10,52. Das heißt, Moritz braucht im Durchschnitt für einen 60-Meter-Sprint 10,52 Sekunden. Vergleichen wir diesen Wert nun mit den Werten von Tobias. Zuerst berechnen wir wieder die Summe der ganzen Zeiten. Das heißt, wie lange braucht Tobias für alle Sprints zusammen? Ganz einfach, wir addieren wieder die 3 Werte aus der Tabelle zusammen. 10,44 plus 10,72 plus 10,16. Das Ganze ergibt 31,32. Das Ergebnis ist wieder in Sekunden, da wir ja wieder Sekunden addieren. Wie viele Sprints macht Tobias? Gleich wie Moritz, Tobias macht 3 60 Meter Sprints. Und wie können wir nun wieder den Durchschnitt berechnen? Ganz einfach, wir dividieren die Summe der Daten der Liste durch die Anzahl der Daten. Das heißt, wir dividieren 31,32 dividiert durch 3. Das Ergebnis ist 10,44. Tobias braucht also für einen 60-Meter-Sprint im Durchschnitt 10,44 Sekunden. Und wer war jetzt schneller? Überlegen wir uns das. Tobias hat im Durchschnitt 10,44 Sekunden gebraucht und Moritz im Durchschnitt 10,52 Sekunden. Das heißt, Tobias ist im Durchschnitt also schneller gelaufen als Moritz. Du siehst, die Berechnung des Mittelwerts ist gar nicht so schwierig. Wenn du dich schon bereit dafür fühlst, dann schau dir nun gerne das Mastery-Video an.